Alles klar. Jetzt haben sich Bogen und Schwert aufgeteilt. Er ist jedenfalls eingekesselt. Es gibt Entkommenmöglichkeiten. Leon. Lass als nächstes niemanden mehr Hast du zusehen, das wenn das so mitbekommen? Wo ist weitergeht. der Lurid drin? Wo ist der Lurid drin? Das kann ich jetzt nicht laut sagen. Oh, kannst du nicht. Aber du kannst es. Warum kannst du es nicht laut Ach so, sagen? doch. Ja, anderes Team sehe ich nicht. Ja, eigentlich kann es dir egal sein, aber es ist im Netherrack Haus. Die anderen wissen das. Er hat jetzt entweder die Möglichkeit, über das Dach zu fliehen oder eben einen umzubringen. Noch auf Nahkampf. Oh! Den Sprung nicht. Ich würde auf Nahkampf gehen, aber von unten. Ich werde das mal hier live testen. Uff. Okay. Ja. Nein, es geht sich vermutlich einfach nicht aus. Zu warten könnte ein Fehler sein. Vielleicht. Aber muss nicht sein. Ah, er hat sie gesehen. Wieder noch nicht durch den Bisschen Glasboden. jetzt. Wollt sie ihn jetzt gerade durchs Glas erschießen, oder? Ja. Da kommt's leicht, Leute macht Ich hinne. weiß nicht, Geht das da ist gerade sicherlich richtig raus. interessant, finde ich. Normalerweise bin ich ja nicht so für ein statisches Spiel, aber... Für ihn gibt es eh nur eine Möglichkeit. Wenn die Sarah vorangeht, die glaube ich jetzt alle Pfeile des Teams hat, und er sie umbringt, mit zwei, drei Schlägen oder was, und dann das Inventar aufsammeln würde, hätte er eine Chance. Ansonsten vermutlich nicht. Zurzeit, ich meine, wenn man jetzt meine Sichtweise hätte, hätte ich schon anders gehandelt. Bewegt sich der überhaupt noch? Verdammt! Dieses Spiel. Ja, ich höre. Ich glaube. Geschossen. Oder geht das hier oben? Isa, kannst du mal alle dir ein bisschen herumschießen mit Pfeilen zum Spawnporten? Huch, sind sie abgezogen? Ich sehe nur mal einen. Ach, hier ist er. Ja, los, könnte man es in beide Richtungen sagen. Kannst eigentlich auf Glück spielen. Gut, jeder weiß, keiner regeneriert mehr, wahrscheinlich wird keiner mehr ewig Leben haben.
keine mehr sprinten können. In dem Sinne. Du hast nicht vergessen, dass eine volle Diamantrüstung auch noch da ist. Oh! Oh! Okay, das habe ich auch noch nicht gesehen. Wenn die Sarah nämlich jetzt einen Schuss auf ihn macht und den versemmelt von oben, dann hat er einen Pfeil. Das heißt, er müsste sich praktisch als Lockvogel darstellen, aber es ist... Ich glaube, sie schießt erst dann, wenn sie sicher ist, dass sie ihn trifft. Und das könnte seinen Tod heißen. Ich meine, bei 2,5 Herzen, da wird man vielleicht sogar einen Pfeil überleben, wenn man eine Diamantrüstung hat. Huch, jetzt gehen sie. Ich glaube, sie wollen ihm die Chance lassen, zu entfliehen. Jetzt wieder die Möglichkeit, aus dem Haus rauszukommen. Was machen die da? Aber gut, es ist jedenfalls mal schon ein Strategiewechsel. Was geht hier ab eigentlich? So, wir sind jetzt ewig weit weg, sie sind eine halbe Map weit von dir entfernt, also tu jetzt auch was. Bitte. Der Name ist das letzte Mal in diesem Sandstein-Ding gesehen worden. Aber es gibt einen Bogen. Spannend sind? Nein, wir stehen beide nur rum. So. Und er ist erst wieder zurück. Es gibt aber so schöne Stellen in dieser Map. Mir gefällt diese hier besonders gut. Kann man richtig schön überall drin hocken. Wurde Schaden genommen? Oho! Tot. Lori, warum die knappe Leiter? Sache. Nein, das wollte ich gar nicht. Das wollte ich. Er hatte immer 3,5 Herzen. Und wie viele Pfeile hattest du kurz? Mit 4 hätte man... Aber ich muss sagen, ein richtig interessantes Spiel. Vor allem, du hast es richtig gespielt. Nein, aber an sich hat es gut gepasst. Es war... Warst einfach nur zu langsam, muss man sagen. Geil. Naja. Nein, hat mich wirklich gefreut. Ich gehe mal davon aus, dass es jetzt ein Zweiteiler ist, dieses Video. Aber das macht mir überhaupt nichts aus. Weil für mich war das ein richtig spannender Kampf. In dem Sinn, bis zum nächsten